Dieser Screencast soll Sie dazu einladen, mit dem iPad kreativ zu werden. Er zeigt Projekthandbücher mit vielfältigen Ideen zur Förderung der Kreativität mit dem iPad sowie kreative Unterrichtsbeispiele und Tipps und Tricks anhand verschiedener Standard-Apps. Jeder kann kreativ sein, ist der Leitsatz der Projekthandbücher zur Förderung der Kreativität von SchülerInnen mit dem iPad. Die digitale Buchsammlung enthält zwei Handbücher, in denen Lehrkräfte Tipps und Anregungen erhalten, um kreative Fähigkeiten in die Themen und Fächer des täglichen Unterrichts zu integrieren, sowie Bücher mit kreativen Aktivitäten für SchülerInnen, mit denen sie lernen, wie sie sich durch Zeichnen, Fotografie, Musik und Video ausdrücken können. Die Bücher lassen sich über die Teacher-App des iPads downloaden. Wenn Sie die App öffnen, klicken Sie auf Meine Ressourcen, Dokumente und auf Alle herunterladen. Aufgrund der Größe kann dies einige Minuten dauern. Sie finden die Bücher nach dem Download in der Bücher-App des iPads. Anhand konkreter Themen, Beispielvideos und Schritt-für-Schritt-Anleitungen werden die SchülerInnen dazu angeleitet, selbst aktiv zu werden und eigene kreative Produkte zu erstellen. Dafür werden verschiedene Standard-Apps des iPads verwendet. Anhand dieser Apps zeige ich Ihnen nun konkrete Ideen und Beispiele aus dem Unterricht, die die Kreativität von SchülerInnen fördern. Beginnen wir mit der Fotos-App. Hier lassen sich mit der Kamera des iPads gemachte Fotos ganz einfach kreativ bearbeiten. Öffnen Sie dazu die Fotos-App, eines der Bilder, und gehen oben in der Leiste auf Bearbeiten. Dann öffnet sich die Bearbeitungsmaske, mit der man das Foto beschneiden, verschiedene Einstellungen zur Qualität vornehmen sowie Filter verwenden kann. Hinter den unscheinbaren drei Punkten hier oben versteckt sich die Funktion Markieren, mit der ich über ein digitales Federmäppchen per Eingabestift oder einfach mit dem Finger auf dem Foto zeichnen und schreiben kann. So kann ich zum Beispiel für den Matheunterricht Formen einzeichnen und beschriften. Oder ein Bild für den Kunstunterricht kreativ bearbeiten. Mit Keynote, der Standard-Präsentations-App des iPads, lassen sich Fotos ebenfalls noch weiter kreativ nutzen. Das Foto mit dem Dinosaurier in Keynote eingefügt, lässt sich über das Pinselwerkzeug ein Teil des Bildes transparent machen. Dazu den Finger auf dem Hintergrund gedrückt halten und ein wenig zur Seite schieben, bis der gesamte Hintergrund blau markiert ist. Um dieses selbst erstellte Clipart nun als PNG zu speichern, wähle ich als Folienhintergrund ohne aus. Dann exportiere ich die Folie als Bild. So lässt sich das selbst erstellte Clipart für weitere kreative Produkte wiederverwenden. Außerdem lässt sich Keynote auch für kreative Zeichnungen und Tafelbilder verwenden. So kann man nach dem Zeichnen die Animation Linie zeichnen auswählen. So lässt sich zum Beispiel auch ein kreatives Tafelbild ganz einfach erstellen.
Über die Exportfunktion lässt sich dieses dann auch als Film exportieren. Und zum Beispiel in iMovie, dem Standard-Videoschnittprogramm des iPads, weiter verwenden. In iMovie lassen sich über das Plus Filme ganz einfach erstellen und bearbeiten. So kann ich hier beispielsweise mein exportiertes Video aus Keynote einfügen, schneiden und vertonen. So kann man einen Erklärfilm daraus erstellen oder von SchülerInnen im Anschluss an den Unterricht zur Vertiefung des Gelernten selbst erstellen lassen. Ebenso könnten SchülerInnen zum Beispiel über eine in Keynote interaktiv gestaltete Wetterkarte sowie ein vor einer grünen oder blauen Wand aufgenommenes Video per Greenscreen-Funktion von iMovie in die Rolle von Wetterexperten schlüpfen und einen eigenen Wetterbericht gestalten. Über Audio lässt sich dieser auch mit passenden Toneffekten untermalen. In Hamburg werden es heute 20 Grad, in Bremen Spitzenreiter 23 Grad und Sonne. Doch es zieht ein Gewitter auf und viel Wind bringt das Gewitter nach Bremen. Dort, wo es regnet, sind es nur noch 10 Grad. Mit der App Clips lassen sich ganz schnell und unkompliziert kreative Videoclips erstellen und zum Beispiel das Sprechen und Erzählen auf kreative Art und Weise fördern. So kann man sich beispielsweise ganz einfach in kurzen Clips selbst aufnehmen, das Bild dabei über einen Comicfilter verfremden, zum Beispiel etwas von sich und seinen Hobbys berichten oder von einem Ausflug und im Anschluss die Clips mit Stickern oder Schrift kreativ bearbeiten. So kann auch ein Gedichtvortrag beispielsweise mit Bildern untermalt, kreativ gestaltet und mit Live-Titeln sowohl in gesprochener als auch geschriebener Sprache aufgenommen werden. Im Nebel ruht noch die Welt, noch träumen Wald und Wiesen. Bald siehst du, wenn der Schleier fällt, den blauen Himmel unverfehlt. Auch Erklärfilme lassen sich mit Clips ganz einfach erstellen und mit einem passenden Titelblatt gestalten. Zur Untermalung der kreativ erstellten Clips kann abschließend auch eine Hintergrundmusik eingesetzt werden. Hier stehen verschiedene Soundtracks zur freien Verfügung oder man setzt selbst erstellte Musik ein. Mit der App GarageBand lässt sich solche Hintergrundmusik ganz einfach mit Instrumenten kreativ erstellen. So können beispielsweise Rhythmen für einen Rap erfunden oder die eigene Stimme für ein Hörspiel oder einen Podcast aufgenommen und am Ende geschnitten und überarbeitet werden. Im Anschluss lässt sich der fertige Song dann ganz einfach in iMovie oder Clips importieren. Jeder kann kreativ sein. Viel Spaß beim Stöbern und Ausprobieren.